So. Ja, dann würde ich mal sagen, geht es gleich wieder weiter. Es ist 20 nach. Von daher geht das Ganze dann bis 10 nach. Okay. Hallo Leute, ich bin's ja wieder, der Chris, und willkommen zurück in Amnesia. Ja, wir haben es ja hier geschafft und da liegt immer noch so eine tote Frau oder ein Mann oder was auch immer das sein soll. Jedenfalls eine Leiche. Fertig aus Ende. Und ja. Von daher geht's jetzt weiter. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder in den Maschinenraum. Weil wir haben jetzt diese schönen Stäbchen, wodurch wir wahrscheinlich dieses Ding betätigen können. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen und ja, das kennen wir auch. Ja, egal. Okay. So. Gucken wir mal. Genau. So, also, das ist dieses Sinnlose. Ja, wir haben jetzt diese. Wow. Wer hat hier geredet? Egal, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Und ein Maschinenteil aus Holz und Metall. Ein Maschinenteil aus Holz und Metall. Ja, würde ich mal sagen, zack, Rainer, ne? Hm. Ja, wo ist denn jetzt das dritte Ding? Weil anscheinend ist das ja nicht vorhanden. Von daher. Strom. Schön, ich brauche noch was. Ich brauche noch ein Ding. Die Frage ist, wo bekomme ich das her? Denn. Okay, was steht denn hier so? Finde im Studierzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum. Haben wir geschafft. Finde heraus, wie man den Motor startet, der den Aufzug in Gang setzt. Das habe ich. Studierzimmer? Wartet mal, Leute. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Oh mein Gott. Ich weiß es. Nein, ich weiß nämlich, dass man. Also vielleicht kriegen wir nochmal so eine explosive Flüssigkeit. Und dann könnten wir das Ganze noch einmal wiederholen. Bloß halt bei dem Studierzimmer, weil dort gab es ja auch viele Trümmer. Beziehungsweise, ich glaube, eins. Ja, das sollte es auch gewesen sein. Aber wir gucken uns das gleich mal näher an. Ich hoffe, es klappt noch. Das wäre nämlich ganz schön, wenn das klappen könnte. Weil dann könnten wir das Ganze noch einmal wiederholen und hätten dann keine weiteren Probleme. Und das wäre eine ziemlich simple und einfache Lösung. Ich hoffe, der Zombie ist, beziehungsweise das Monster ist nicht da. Ja. Also in solchen kurzen, dunklen Passagen benutze ich die Laterne einfach nicht. Weil das ist Ölverschwendung. Hahaha. So, mal schauen. Ah, unser Gefäß ist kaputt. Scheiße. Dann hat sich das Ganze auch schon erledigt. Wir gehen jetzt einfach mal wieder ins Studierzimmer und werden uns das Ganze nochmal angucken. Weil diesen Raum haben wir anscheinend, beziehungsweise dieses ja, Gebiet, wenn man so möchte, oder diesen. Ja, ich sag mal so, diesen Raum haben wir jetzt abgehakt, wenn man so möchte. Zumindest kommt es mir so vor. Und jetzt heißt es ab ins Studierzimmer! So. Und ja. Vielleicht muss man da jetzt in die Luft jagen. Seit wann sind die Fackeln an? Waren die schon an? Ich weiß es nicht. Mann, dieses blöde Stalker-Teil. Okay. Boah, habt ihr es gehört? Dieses Flatschen. Flatsch. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Ja, okay. So.
Eh dasselbe Bild wie in anderen Räumen. Ja, hier gibt es ja, glaube ich, keine Monster, soweit ich mich entsinnen kann. Es gab hier nur Briefe, die ich alle schon gelesen habe. Ach genau, hier gab es so einen kleinen Schockmoment. Oh. Bitte nicht noch einmal. So um die Trümmer herum. Einen anderen Weg. So, dann gehen wir mal hier lang. Wobei wir hier schon mal waren. Aber wir bin... Oh, das habe ich ja noch gar nicht gelesen. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemütserregung des Menschen auch im Hund gefunden werden kann. Furcht und Schmerz verursachten Stress, der eine innere Reaktion auszulösen scheint, die dem Tier schließlich eine immense Kraft gab. Ich glaube, diese Reaktion wird im Gehirn verursacht. Es ist schwer zu sagen, was genau es ist und wo es sich befindet, aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem beim Gewinnen dieser Energie, da das Geschöpf während des Experiments stirbt. Ich muss diesen Prozess der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es müssen mehr Experimente durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendige Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was dann ihr Gefühl von Terror steigt. Was dann ihr Gefühl von Terror steigt, okay. Tja. Dann scheinen wir hier anscheinend nur experimentiermäßige Leute. Oha. Oh. Naja. Was zum. Let's see what you have to offer. Okay. Sharpen the saw, but I can sense it. It's definitely there. Okay. Der Typ ist gestört. Ganz klar. Der zerstückelt Leute. Wir haben ein Problem. Wir sind jetzt wieder in der Sackgasse. Weil hier waren wir ja schon mal. Okay, hier sieht man Hunde. Schön. Bisschen Anatomie, ne? Gibt es hier keinen Geheimgang? Ach genau, hier waren ja diese Köpfe, wo ich mich dann leicht erschreckt habe. Ja, aber... Also hier steht ja in den... Mementos oder Mementos, was auch immer das, ja. Diese Schrift sieht eigenartig aus, oder? Egal. Finde im Studierzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum. Also, ich benötige einen anderen Weg um die Trümmer herum. Das Dumme ist, ich weiß keinen weiteren Weg. Na, ich weiß das nicht. Oder ich kann das Fenster öffnen. Nee, kann ich nicht. Natürlich nicht. Vielleicht kann man das Bild wieder irgendwie abhängen und dann... Nee, kann man natürlich leider nicht... Was ist denn das da überhaupt? Well. Oder... Also hier scheint nichts zu sein, beziehungsweise nichts gewesen zu sein, außer einen Brief, der mir wiederum recht wenig weiterhalf. Tja, was kann man denn da machen? Ich brauche auf jeden Fall... Wie ist es denn da? Mist, wie könnte ich denn da...
hindurchkommen. Und wieso bellen da Hunde, Mann, verdammt, ich hab Schiss. Ach du Scheiße. Meine Fresse. Hä, das ist idiotisch. Oh, da ist ja noch irgendwas. Zack, Sonderbüchse. Ja, ich war hier aber nicht so sorgfältig, ne? So, ansonsten gibt es hier leider auch nichts weiter. Nur Gerümpel. Was mich nicht sonderlich interessiert, das kann ich auch nicht öffnen. Klavier. Tja. Mich wundert es ehrlich gesagt. Wie ich jetzt hier. Okay. Wie ich jetzt hier an diesen Trümmern vorbeikommen soll. Weil das scheint mir nicht ganz schlüssig zu sein. Des Weiteren. Oh. Tja. Sehr komisch. Also man soll definitiv einen anderen Weg finden. Ich würde mal behaupten, dass es hier noch einen Geheimgang geben könnte. Wobei. Tja, was macht man da? An den Trümmern vorbei. Also hier kommen wir ja schon mal nicht durch, ne? So, einen Geheimgang gibt es hier auch nicht. Was ist das Studierzimmer? Nee. Okay. Ha, das ist ja mal geil. Ja, mir fällt jetzt leider nicht ein, wie ich da jetzt weitermachen soll. Mann, hier muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, wodurch man dahin. Warte mal. Ja, kommt ungefähr hin. Ja, es kommt sogar wirklich ungefähr hin. Das heißt, ich wette, hinter dem Kamin ist irgendwas. Oder? Nee. Okay, Leute, ich bin gerade etwas. Tja, was macht man denn da? Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier raus, weil das scheint hier nicht wirklich. Weil das Einzige, wo wir noch nichts Brauchbares gefunden haben, insofern, dass wir Gegenstände bekommen, ist wirklich das Studierzimmer. Hier haben wir lediglich irgendwelche. Oh, das habe ich übersehen. Mensch. Feststein wurden nur durch einen schwarzen Holzrahmen zusammen. Ah, okay. Nee, das Studierzimmer ist so das einzige Zimmer, was uns noch kein schönes Objekt beschert hat, wenn man so möchte. Und leider habe ich jetzt auch nichts Explosives dabei. Was könnte man denn da machen? Finde im Studierzimmer. Da steht doch Finde im Studierzimmer, ne? Finde im Studierzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum. So. Das sind so noch die einzigen zwei verbliebenen Räume, die wir haben. Hier gibt es aber leider nichts. Und hier ist auch nichts außer Gerümpel. Wie ich ja gerade eben festgestellt habe. Tja, Leute. Ich bin etwas verwirrt.
und weiß ehrlich gesagt wirklich nicht mehr weiter. Studierzimmer Trümmer, der Raum ist gar nicht mehr so, dass man da irgendwie einen geheimen Gang auffindet. Okay, Leute, also ich überlege mir mal was. Und dann sieht man sich beim nächsten Part wieder. Also von daher, ciao. Und ja, war halt gerade ein etwas komischer Part, weil ich eh nicht so weitergekommen bin. Aber nun ja, egal. Ich lasse mir was einfallen und von daher, bis zum nächsten Part. Ciao.